Wohninsider hat sich zum Ziel gesetzt, dass wir jedes Jahr mit einem professionellen, renommierten Institut einen Raum unter die Lupe nehmen. Im Vorjahr war es die Küche, heuer ist es das Schlafzimmer. So eine Studie kostet enorm viel Geld. Wohninsider ist ein bisschen ein erweiterter Familienbetrieb. Deswegen suchen wir uns dafür Sponsoren. Und ich bedanke mich bei diesen Firmen bzw. beim Bundesgremium des Einrichtungsfachhandels für die Unterstützung. Die Studie selbst hat ein sehr hohes Sample, ein Sample von 1000. Es sind Face-to-Face-Interviews, keine Telefoninterviews, keine Online-Umfragen. Es geht dabei um rund 40 Fragen, die in Einzelinterviews den Betreffenden gestellt werden im Alter von ab 14 bis 70 Jahre. Da sehen Sie die Struktur der Befragten nach Alter, nach Beruf, nach Einkommen, nach Bundesland und nach der Ortsgröße, wo die Personen leben. Wie gesagt, das geht vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Die Studie ist sehr umfangreich und ich habe in 20 Minuten nicht die Möglichkeit, die ganze Studie zu präsentieren, aber ich werfe Ihnen jetzt ein paar Charts an die Wand, und damit Sie einen Überblick über die Studie bekommen, die Sie dann natürlich im Verlag auf www.wohninsider.at bestellen können. Schauen wir uns einmal die erste Frage an. Wer schläft allein? Oder wer hat einen eigenen Raum zum Schlafen? Sie sehen im oberen Bereich die Totale, in der zweiten Spalte die nach Altersgruppen, dann nach Einkommen und dann nach Stadtgröße, wo die Leute wohnen. Die nächste Frage ist die Durchschnittsgröße des österreichischen Schlafzimmers. Die beträgt 18 Quadratmeter. Wir kommen zu, wie wird das Schlafzimmer geteilt? In Österreich meistens mit dem Ehe- bzw. Lebenspartner, aber dann kommt schon die Katze vor dem Kind. Also der blaue Streifen, der dunkelblaue Streifen sind Katzen, und man sieht, dass die eigentlich sehr oft im Bett des Benutzers oder der Benutzerin schlafen. Was macht der Österreicher im Schlafzimmer und die Österreicherin? Das ist eine ungestützte Abfrage, und Sie sehen, dass nur 1% ungestützt, also von 1000 Personen, 10 Personen Sex machen im Schlafzimmer. Wo die 990 anderen das tun, lasse ich dahingestellt. Stellt man die Frage gestützt, also fragt man, haben Sie Sex im Schlafzimmer, dann wird das schon mehr. Dann steht das an dritter Stelle. Wir sehen aber, dass im Schlafzimmer viele andere Tätigkeiten ausgeführt werden, wie Lesen, Relaxen, Fernsehen, Computerarbeiten und sogar auch Essen, also Frühstück im Schlafzimmer. Die Aufenthaltsdauer im Schlafzimmer, und das ist eigentlich schon sehr lang, beträgt im Schnitt 9 Stunden. 9 Stunden hält sich Frau und Herr Österreicher im Schlafzimmer auf. Das ist auch, je älter die Personen werden, umso länger. Die übliche Schlaftemperatur ist so, die Jüngeren haben es ein bisschen wärmer und bei den älteren Personen wird es ein bisschen kürzer. Aber so im Durchschnitt schläft der Österreicher bei 15 bis 20 Grad Celsius. Was uns natürlich als Möbelzeitung interessiert, ist immer, wie es geht um den Bereich Möbel und Einrichtungen. Wir haben hier eine Darstellung, wie die Schlafzimmer in Österreich eingerichtet sind. Es ist hier ein Vergleich mit der Küchenstudie, die wir im Vorjahr gemacht haben, durchaus möglich, weil man sieht, dass die designigen Möbel bei der jüngeren Bevölkerung klar zunehmen. Also hier haben wir 63% bei den 14- bis 30-Jährigen, die ein designiges, aktuelles Schlafzimmer haben. Der Rest, ja, Landhaus wird sich nie, ist immer gegeben, und der Rest ist halt das klassische Schlafzimmer, wie man sich das vorstellt, mit Nachtkast, Bett und Schrank. In welchen Betten schlafen die Österreicher? Wir sehen hier, dass 73% in Doppelbetten schlafen, 19% haben ein Einzelbett und 8%
haben ein Verwandlungsmöbel. Also das sind die Singles oder eher auch die jüngeren Leute. Da sehen wir die Schlafzimmereinrichtung der Betten nach Alter und Einkommen. Also wie gesagt, je höher der Verdienst und je älter der Personen, umso klassischer ist das Doppelbett. Verwandlungsmöbel eher bei den weniger Verdienenden und eher bei den jüngeren Leuten. Was steht im Schlafzimmer? Im Schlafzimmer steht ein Nachttisch, Kleiderschrank, Einbauschrankquad und begehbarer Schrankraum. Auch hier zeigt sich das klare Verhältnis nach Alter. Und dann, was vielleicht interessanter ist, ist auch nach Einkommen. Also je höher das Einkommen, umso eher ist ein Einbauschrank vorhanden. Wenn man sieht, der zweite Balken, Kleiderschrank freistehend, ist eher bei den Einkommen bis 1500 Euro, liegen wir da bei 78%. So schaut die Beleuchtung aus im Schlafzimmer. Es ist mit 84% immer noch sehr klassisch, also mit Deckenlampe, Nachttischlampe. 25% haben Spots und Strahler und 24% eine indirekte Beleuchtung. Das geht hier auch nach Alter, besser gesagt, aber hier in der Einkommensschicht, also Spots und Strahler, indirekte Beleuchtung, sieht man die höheren Einkommensschichten mit 29 und 27% einfach führend. Wie sind die Schlafzimmer eingerichtet jetzt von der technischen Ausstattung? Es haben fast 2/3 haben zumindest ein Radio oder einen Radiowecker, 54% haben ein TV-Gerät, 21% HiFi, Audioanlage, PC, Bügelstation, Fitnessgeräte. Das ist auch ganz klar hier nach Alter. Man sieht die Jüngeren, 14 bis 30 Jahre, das ist der blaue Balken, haben sehr viel ein Fernsehgerät, sehr viel eine HiFi-Anlage, über die Hälfte auch einen PC. Bei der Bügelstation verlieren die Jüngeren ein bisschen oder holen die Alten dann auf. Das ist noch Einkommen, also auch hier die, ganz klar, die besseren Verdiener haben natürlich mehr Geräte im Schlafzimmer. Was sind für Betten im Schlafzimmer? Es ist Lattenrost und Matratze, ist natürlich stark führend, das Photonbett. Und was hier interessant ist, ist das Boxspringbett. Das Boxspringbett wurde in der Branche eingeschätzt mit 2%, es ist hier 4%. Ein deutscher Bettenerzeuger hat mir erzählt, dass er 2012 schon 12% seines Umsatzes mit Boxspringbetten macht. Ein österreichischer Bettenhersteller aus Schwanenstadt hat mir erzählt, er macht mittlerweile 10% seines Umsatzes mit Boxspringbetten. Also das ist ein Trend, der kommt, der aus dem Hotelbereich kommt und in die Wohnungen sich fortsetzt. Man sieht hier Art des Bettes nach Alter und Einkommen. Also Lattenrost und Matratze ist natürlich immer noch stark führend. Aber wenn man da schaut, die über 50-Jährigen schon 5% Boxspringbetten, also das ist schon eigentlich ein beachtlicher Wert und der Wert wird in Zukunft weiter steigen. Kommen wir zum Wasserbett. Also es haben 55% die Wasserbetten mit eingebauten Beruhigungsstufen und 45% eben in der sogenannten Free-Flow-Version. Matratzenunterbauart, 46% verwenden einen verstellbaren Lattenrost, 36% fixen Lattenrost, elektrisch verstellbarer Lattenrost und das wird dann immer weniger. Das Material bei den Matratzen, es führt natürlich die Schaumstoffmatratze bzw. die Federkernmatratze und die sind eigentlich schon relativ dominant. Andere Materialien ja, sind auch vorhanden. Das ist eigentlich eine interessante Darstellung, nämlich für einen qualitativen Markt, den man steigern könnte. Es sagen relativ viele, dass sie keine
ergonomische Zonenmatratze haben. Also das ist schon ein Bild, wo der Einrichtungsfachhandel oder der Matratzenverkäufer argumentieren könnte, welche Vorteile eine solche Matratze hat und hier in den Markt aktiv eingreifen. Das Durchschnittsalter der Matratze ist rund 6 Jahre in Österreich. Das heißt nicht, dass die Matratze innerhalb von 6 Jahren ausgetauscht wird. Das ist ganz ein anderer Wert. Kreuzer Fischer Partner hat jetzt eine Studie gemacht und die haben festgestellt, dass die Matratzen in Österreich derzeit alle 15 Jahre gewechselt werden. Und er führt das zurück, dass eigentlich die Werbung von der Matratzenindustrie falsch ist, weil es nur eine qualitative Werbung ist. Das heißt, die Inserate der Matratzenfirmen findet man auf den Wohlfühlseiten der Zeitungen, aber man sagt nicht, worum es eigentlich geht. Der Magister Kreuzer hat es sehr drastisch ausgedrückt. Man sagt den Konsumenten nicht, wirf einen Bakterienhaufen auf den Müll und kauf dir eine neue Matratze. Würde man den Matratzenmarkt mengenmäßig um ein paar Prozentpunkte steigern können, das heißt, dass der Österreicher seine Matratze nicht nach 15 Jahren, sondern nach 12 Jahren austauscht, dann wären hier ganz andere Zahlen und Werte zu erzielen. Derzeit werden in Österreich mit 3,6 Millionen Haushalten werden in Österreich jährlich 880.000 Matratzen verkauft und diese Zahl ändert sich nicht. Das heißt, wir haben nur einen qualitativ steigenden Markt, aber keinen mengenmäßig steigenden Markt. Der Lattenrost ist ein bisschen älter oder wie die Matratze, also der wird eher noch später getauscht als eine Matratze. Wo kauft der Kunde seine Schlafzimmermöbel? Er kauft sie im großen Möbelhaus, 74%. 13% kaufen beim exklusiven Möbelhändler, da sind ja die speziellen Schlafstudios dabei, 9% beim Tischler, 3% im Versandhaus Internet. Die Schlafzimmermöbel und wie wir dann auch sehen, die Matratzen und Schlafsysteme sind im Internet noch kein Thema, wird aber sicherlich kommen. Und der Kaufort Schlafzimmersystem ist natürlich das Schlafsystem gemeint, also Unterbau der Matratze und Matratze. Und da sieht man auch, also die Möbelhäuser führen da. Internet kommt da überhaupt nicht vor. Also es gibt so Direktverkaufsveranstaltungen, wo 2% kaufen. Also Internet da mit 3% und Versandhaus. Ja. Ja, was will der Österreicher an seinem Schlafzimmer ändern? Das heißt, da geht es eigentlich ums Geschäft. Wer will sich neue Möbel kaufen? Wer will sich ein anderes Schlafsystem kaufen oder etwas anderes ändern? 19% wollen was verändern, 21% schlafen noch gut. Also wir sind da drüben 7%, 5% wollen andere Möbel, 5% wollen ein völlig neues Schlafzimmer, 4% ein anderes Schlafsystem. Wann eigentlich, wenn man das schaut, könnte sich das alles in einem Jahr abspielen? 37% haben keinen fixen Termin, suchen aber oder können angesprochen werden. 30% wollen das innerhalb der nächsten 12 Monate tun, 29% innerhalb der nächsten 6 Monate. Was will er ausgeben? Sieht man auch. Die meisten wollen bis 2000 Euro ausgeben und dann steigert sie das. Ja, was will der Konsument für eine Matratze ausgeben pro Person? Da sieht man auch, dass die ganz billigen Matratzen, also ich würde da sagen sogar bis 200 Euro, doch einen relativ großen Anteil haben, der dunkelblaue und der hellblaue Balken, aber dass durchaus andere Geschäftsmöglichkeiten vorhanden sind. Vor allem bei den älteren Personen über 50 Jahre, das ist der vierte Balken von unten, von oben. Was ist das entscheidende Kriterium beim Matratzenkauf? Es ist die Qualität, erst dann kommen Preisaktionen.
Was da wichtig ist, ist die Marke. Die Marke mit 2% ist nicht so sehr entscheidend, würde ich mal sagen. Aber da sieht man auch wieder, Online-Angebote kommen faktisch überhaupt nicht vor. Das ist noch Einkommen und noch Altersgruppe, die gleiche Frage. Aufgeschlüsselt. Der bevorzugte Kaufort für Matratzen. Beim Matratzengeschäft verliert die Großfläche, also oben in großen Möbelgeschäften, oder ist die Großfläche nicht so dominant wie bei den Schlafzimmermöbeln, wo es mit 74% war, da liegen wir bei 49%. Da ist das Bettenfachgeschäft mit 19%, also relativ gut unterwegs. Oder auch die Matratzenmärkte. Da sieht man auch, wer kauft, wo. Also vor allem die Jungen kaufen in der Großfläche. Je älter die Personen werden, umso mehr gehen sie ins Fachgeschäft. Ja, wie schaut es aus mit der österreichischen Markenqualität? Auch das können wir mit unserer vorjährigen Küchenstudie vergleichen. Je jünger die Leute werden, umso weniger ist Made in Austria interessant. Und wie wir vorher gesehen haben, die Marke generell nicht entscheidend. Jetzt kommen wir zu den Bettwaren. Bevorzugte Materialfüllung bei Polster und Decken. Es führt ganz klar die Daune. Bei über 50-Jährigen ist dieser Wert sogar bei 40%. Das haben wir aus den Tabellen herausgerechnet. Die Tabellen liegen der Studie natürlich bei für jede Frage und man kann da bis jedes Bundesland extra anschauen, jede Berufsschicht extra anschauen. Wir haben ja nur zum Darstellen einige Charts aufbereitet. Verwenden Sie ein Unterbett? 64% verwenden ein Unterbett. Die meisten glauben, dass es zum Schutz der Matratze ist. Die wenigen wissen, dass es den Schlafkomfort erhöht. Auch das wäre ein Beispiel für ein Beratungsgespräch, wo man noch Argumente führen könnte. Weil 2/3 wissen nicht, dass ein Unterbett den Schlafkomfort erhöht. Wie schaut es aus mit den Zudecken? Also 57% verwenden eine Ganzjahresdecke, 43% haben zumindest zwei verschiedene. Auch da ist Potenzial da, um die Schlafzimmer der Österreicher oder die Betten besser auszustatten. Das ist auch so mit den Polster. 59% verwenden einen Polster, 41% haben mehrere Polster. Und das geht auch so mit den Nackenstützen, also 83%. Bei unter 30-Jährigen sogar 90% verwenden keine Nackenstützen, also ganz normalen Polster. Ja, jetzt geht's, wann haben Sie Ihre Bettwaren gekauft? Bei so Studien sagt das Institut, also Zeitangaben sind sehr mit Vorsicht zu bewerten, weil der Konsument diese nicht immer richtig einschätzt und Materialeingaben sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen, weil der Konsument Materialien oft verwechselt. Aber so schaut es aus. Also 33% haben ihre Decke vor drei Jahren gekauft und 32% ihren Polster. Also wäre auch schon einmal an der Zeit. Der Österreicher ist relativ gut aufgeklärt, was ein schlechtes Bett verursachen kann. Also 78% sind darüber informiert, dass ein schlechtes Schlafsystem Rückenschäden verursachen kann und zumindest auch 64% der unter 30-Jährigen. Und das setzt sich natürlich fort, wie wichtig ist ein ergonomischer, gesunder Schlaf. Auch da glauben 57%, dass das sehr wichtig ist und bei unter 30-Jährigen sind das 42%. Die Matratzenhaltbarkeit, da gibt es schon abenteuerliche Antworten, also 11 bis 15 Jahre, 21%, hält ewig 2%. Oder beim Matratzenunterbau sagen 13%, dass das ewig hält und 25%, dass das 11 bis 15
Jahre hält. Also hier würde für den Markt einfach mehr Aufklärungsarbeit erforderlich sein. Das macht man in Deutschland mit dem Matratzenverband. In Österreich hat es einmal einen Matratzenverband gegeben, wo die Industrie an einem Tisch sitzt und dann sagt, ich spiele jetzt das Thema, obwohl wir am Markt Konkurrenten sind. Das funktioniert in Österreich nicht mehr oder seit 10 Jahren nicht mehr. Aber da wäre anzusetzen, dass man, wie schon erwähnt, um einen Markt mengenmäßig zu steigern, dass man das Bewusstsein in der Bevölkerung schürt, dass die Matratze früher ausgetauscht gehört. Okay, das war's. Die Studie ist dann noch von einem Tabellenband ergänzt, wo jede Frage ganz detailliert aufgeschlossen wird. Und die Studie wird jetzt gedruckt und ist dann bei uns zum Preis von 200 Euro erhältlich. Und über die Studie werden wir dann auch in den nächsten Folgen unserer Zeitung berichten. Dankeschön.